Hallo zusammen und willkommen zurück zu Hellfire. Jetzt nochmal in einem weiteren neuen Spiel schon drin. Ich habe jetzt natürlich nochmal das mit diesem Stash hier gemacht, um es sicherzustellen, damit nicht wieder irgendwelche Gegenstände durcheinander gehauen werden. Wir haben jetzt den nächsten Schwierigkeitsgrad angefangen, das heißt diesen Nightmare-Modus sind wir jetzt drin. Das heißt, die Gegner haben natürlich mehr HP und so weiter. Und ja, ich war jetzt noch nicht im Dungeon gewesen. Ich habe aber vorher das alte Spiel sozusagen nochmal neu, also logisch und technisch das auch mit den Stash nicht machen können. Und daher sollten eigentlich diese besiegten Gegneranzahlen bestehen bleiben. Und ja, sind halt jetzt ganz normal hier in diesem Modus drin. So wie wir halt hier, ich sag mal, gewesen sind. Und ja, eine Sache, die wir auf jeden Fall schon mal sehen, was wir jetzt in unseren zwei vorherigen Runs, sag ich mal, durch das Spiel noch nicht hatten. Das Wasser hier ist gelb. Das heißt, deutet schon mal auf eine gewisse Quest hin, die wir jetzt halt, sagen wir mal, hier zum ersten Mal sehen könnten. Ja, eine zweite Sache ist, dass ich jetzt momentan jetzt für heute mal diese Kamera hier nicht anhatte oder anhabe. Das hat jetzt ja nicht direkt mit der Kamera selber was zu tun oder so, sondern ja, einfach ein, zwei andere Gründe. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also, die wird sicherlich wiederkommen, aber ja, jetzt heute war es einfach mal so die bessere Geschichte. Na gut. So, wollen wir nicht zu lang rumreden und einfach mal hier wieder reingehen. Eine Sache, die, ich sag mal, jetzt durch diesen Stash passiert ist, und das hatte ich natürlich auch damals schon immer mal erwähnt, dass man ja mit diesen Waffen, die man etwas aufgebessert hatte und so weiter, es eigentlich immer schade ist, wenn man dann ein neues Spiel startet, die Sachen immer alle zurückfallen. Und das ist jetzt durch diesen Stash natürlich nicht passiert. Das heißt, wir haben da, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, das Spiel ein bisschen umgangen in der Hinsicht. Also die Rüstung hat jetzt hier zum Beispiel immer noch minus 8 anstatt minus 10 Rüstung. Das heißt natürlich, dass selbst die Rüstung irgendwann mal nach 100 weiteren Playthroughs ganz ordentlich sein könnte. Also von der Armor Class her, also wird es jetzt sicherlich nicht extrem hoch werden. Aber ja, ich sag mal, Schaden tut es auf jeden Fall nichts. Und wir haben ja gesehen, dieses minus 15 Damage ist schon extremst nützlich. Von daher werden wir natürlich schon mal versuchen, das irgendwie beizubehalten. Und ja, bessere Ringe und so weiter werden wir mal versuchen, hauptsächlich noch zu finden. Vielleicht trotzdem nochmal so einen Off-Harmony. Ja, und für den Waffen her haben wir jetzt natürlich den Vorteil, wenn der Schaden dann erhalten bleibt, den wir da als Bonus kriegen, das werden wir natürlich so, ich weiß natürlich nicht, kann natürlich auch sein, dass es da irgendwo ein Maximum gibt, was dann je nach Waffe unterschiedlich ist. Von daher ist es wahrscheinlich dann am Ende wahrscheinlich doch nicht so komplett broken oder irgendwie. Ist schon okay, die Gnarled Root wird uns dann auf jeden Fall erhalten bleiben. Das war ja aber schon zu erwarten. Und ja, wenn wir irgendwas noch Stärkeres finden, was halt noch schnellere Angriffsgeschwindigkeit oder so hat. Ich meine, dieses Nox Target Back ist halt bei den, wenn man gegen Nahkämpfer kämpft, durchaus sehr hilfreich oder wahrscheinlich auch teilweise in diesen Hellfire Dungeons. Wenn man halt gegen Fernkämpfer kämpft, kann es natürlich manchmal auch ein Nachteil sein, wenn man dann nicht einfach der Reihe nach dreimal draufschlagen kann, wenn die nicht schon direkt sich irgendwie in der Ecke gefangen haben, sondern dann werden die halt weggehauen und können halt wieder anfangen wegzulaufen. Naja. Die Rumlarum auf jeden Fall. Gehen wir nochmal Level 1 jetzt hier rein. The sanctity of this place has been fouled. Genau. Anzahl ist stehen geblieben und wie wir sehen, war jetzt hier eine etwas größere HP-Anzahl. Die müssten 1 bis 2 oder so gehabt haben, 1 bis 3, das waren jetzt. Der hat ja 1 bis 3, genau, also die kriegen die HP, denke ich, verdreifacht und plus 50. Also das plus 50 ist natürlich vor allen Dingen bei diesen schwächeren Gegnern hier wichtig, damit die, weil wenn du 1 bis 2 verdreifachst, sind sie immer noch absolut vital sozusagen. Und natürlich bei den Gegnern, die schon relativ viel HP hatten, ist natürlich dann die Multiplizierung das Wichtigere. Wir können auch mal schauen, ob es jetzt Erfahrungspunkte gibt. Nö.
Da weiß ich nicht ganz genau, wie das da gemacht ist, ob das irgendwie ein Multiplier ist oder ob da auch statisch nochmal fest was draufgerechnet wurde. Wir haben natürlich dadurch, dass wir das normale Spiel schon zweimal durchgespielt haben, schon die Situation, dass wir ein bisschen mehr schon haben. Von daher, ja, dann kriegen wir auch erstmal nichts. Aber wie wir sehen, auch die Drops sind jetzt natürlich auch am Anfang an schon ein bisschen höher wieder. Jetzt ist schon mal über 100 Gold und so weiter. Nova Scroll. Und ein normales Klapp. Nun gut. Ich denke, das ist das erste Mal, dass uns überhaupt passiert ist, dass ein Fallen One mal einen Schlag überlebt hat, oder? Okay, aber ich meine, da die Gegner immer noch keine Erfahrung geben, macht es jetzt nicht unbedingt da extrem viel Sinn, aus dem Grund alle zu besiegen. Andererseits wollen wir natürlich wieder ein bisschen Gold ansammeln, um uns dann natürlich wieder die Möglichkeit zu geben, Elixiere später zu kaufen. Wobei wir, was die Attribute angeht, schon relativ gut aufgestellt sind. Was unsere anderen Spiele, die wir halt jetzt nebenbei auch immer mal wieder gespielt haben, so angeht, bin ich natürlich auf jeden Fall erstmal froh, dass wir beim letzten Stream, den wir gemacht haben, Mystic Quest abgeschlossen haben. So, da haben wir jetzt im Prinzip einmal die komplette Mana-Trilogie dort beendet. Und das ist auf jeden Fall schon mal schön. Es wird natürlich auf jeden Fall, das hatte ich auch angekündigt, nochmal das Remake dieses ersten Teils kommen. Ich wollte es halt jetzt, also ich sage jetzt mal in aller Wahrscheinlichkeit, nicht gleich direkt dann noch als nächstes mit hinten dranhängen. Da wir ja jetzt die letzten zwei Titel sozusagen als Console-Style-Game schon hintereinander gespielt hatten, also Trials of Mana und dann eben Mystic Quest. Secret of Mana war ja schon ein bisschen länger her, von daher, das war auf jeden Fall okay, aber jetzt wollte ich nicht wieder so eine ganze komplette Reihe da durchrushen. Von daher ist das erstmal soweit okay. Diablo hier natürlich ja, jetzt sowieso als Nebenprojekt. Von daher, das können wir einfach so mal spielen, aber das spielt dann sozusagen für die Hauptprojekte ja nicht so diese Rolle mit der genauen Planung da. Und als PC-Style-Spiel sind wir immer noch bei The Quest. Da wird es auch weitergehen. Ich habe auch mir intern schon so ein bisschen überlegt, dass es als nächstes PC-Style, also Hauptgame dann... Also das hängt ein bisschen davon ab, wann wir mit der Quest fertig werden. Also zum einen hatte ich mir überlegt, da noch was Kleineres einzuwerfen. Was dann, ich sag mal so vom Obergenre-Begriff her, vielleicht so Richtung Tower Defense oder sowas geht. Was jetzt auch nicht ewig lang dauern soll. Ah, das werden wir mal sehen, wenn wir dann soweit sind. Und aber jetzt wirklich als nächstes größeres Projekt, denke ich, ist es dann so langsam mal mit an der Zeit, dass wir uns da mal an Gothic 2 ranwagen. Das
nochmal genau nachschauen. Ich denke, Gothic 1 hatte ich letztes Jahr im August angefangen und ich dachte mir auch so, naja, also so ungefähr spätestens nach einem Jahr will ich eigentlich mit dem zweiten Teil dann da auch mal anfangen. Was natürlich schon eine etwas andere Geschichte sein wird, weil also den ersten Teil habe ich natürlich mehrmals durchgespielt gehabt. Und den zweiten habe ich eben noch nie abgeschlossen, zumal damals, als ich den dann gespielt hatte, war das eben auch noch ohne das Add-on gewesen. Ja, angeblich, so habe ich das zumindest gelesen. Also kann auch diese eine andere Rüstung da mitnehmen. Das Spiel ja durchaus noch ein bisschen schwerer machen soll. Und ja, das wird natürlich in gewisser Weise dann auch interessant. Aber ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich da jetzt sage, okay, ich spiele es jetzt erstmal normal ohne Add-on durch und dann danach installieren wir es doch mal, weil das Add-on ist ja dort nichts, was einfach so hinten rankommt, sondern komplett normal sozusagen in die Story integriert wird und irgendwie wurde alles rebalanced oder sowas. Also im Detail kenne ich mich da ja jetzt sowieso nicht aus, weil wie schon gesagt, ich habe es halt noch nie abgeschlossen gehabt. Also klar, ich war schon irgendwie in... Ich denke, ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, nie so weit gekommen, mich tatsächlich schon wirklich so einer Fraktion da anzuschließen, wie man es halt bei den Gothic-Spielen immer so hat. Ich meinte, ich wollte das eine Mal versuchen, mich da wieder diesen Mercenaries anzuschließen, weil die natürlich, ich sag mal, durch den ersten Teil noch die waren, die man dann fast mit am ehesten leiden konnte. Also... Beziehungsweise ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich hatte auf jeden Fall hier diese in dieser Stadt Korinis diese Quest so weit gemacht, damit man dort halt normal dann reingehen konnte mit diesen Bogner und so weiter, dass man ja, da brauchte man ja irgendwie diese Zusprecher oder irgendwas sowas. Und ich glaube, ich hätte dann theoretisch bei diesen Paladinen oder wie die hieß, oder diese Vorklasse, ich weiß nicht mehr, das war in der Paladin war dann vielleicht schon die höhere, aber so ein Detail weiß ich das eben nicht mehr. Ich denke, dort hätte ich theoretisch dann schon beitreten können. Das eine Mal, aber ja. Wie gesagt, also ich fand es halt auch durchaus noch einen Ticken schwerer als das erste Spiel. Aber ja, das wird natürlich dann trotzdem interessant. Das ist halt... Viele sagen ja, dass halt doch noch ein Ticken besser sein soll wie der erste Teil. Oder ja, vielleicht halt einfach mehr. Und ja, zu der Zeit damals, wo es dann halt häufiger zweite Teile von Spielen noch gab, wo man dann gesagt hat, so ungefähr als mehr noch besser war. Und ja, weiß ich, Fallout 2 oder sowas, auch so eine Sache. Den ersten Teil habe ich häufig durchgespielt, den zweiten hatte ich dann eben noch nicht abgeschlossen. Wäre vielleicht auch theoretisch mal irgendwas, was man machen könnte. Ist natürlich dann die nächste Geschichte, wenn man fängt man im Prinzip natürlich auch gleich wieder eine ganze Serie an, wenn man das so machen wollte. Das sind halt auch, es sind schon einige Titel drin in der Serie dann. Die jetzt, sagen wir mal, auch in Frage kommen. Also 1 und 2 auf jeden Fall. Theoretisch, rein von der Idee her, würde ich mich vielleicht auch für dieses Tactics da interessieren. Also so mal als diese ersten drei Titel. Und dann ist halt schon die Frage, wie man weitermacht. Ist es zum Beispiel Fallout 3 wirklich wert? Das ist halt schon so, also als ich das dann wirklich so das erste Mal gesehen habe, war ich dann schon so ein bisschen, na, ich sag mal, enttäuscht gewesen, verglichen mit dem, was man halt in den ersten zwei Spielen so hatte, was dort alles gefehlt hat. Dahingegen war natürlich dann dieses New Vegas zum Beispiel also doch schon mal um einiges schöner, weil halt diese, ich weiß gar nicht mehr, was da alles so gefehlt hat. Genau, die Trades am Anfang kamen ja wieder. Man hatte... Die Perks waren nicht mehr nach jedem Level ab, sondern nur noch nach jedem zweiten, was natürlich auch mehr Sinn machte. Beim Original gab es die ja bloß alle drei Level. Und somit sind sie natürlich dann, ich sag mal, ein bisschen bedeutungsvoller, was man da macht.
ansonsten hat man halt, ich sag mal, dieses ja modern Bethesda-mäßige Spielerlebnis, wo man halt überall hingehen kann, aber praktisch ist es halt auch erstmal nicht nirgendwo extrem herausfordernd, weil halt ja, die Schwierigkeitsgrade, also die Gegner halt dynamisch mitleveln und das, ja, muss ich auch sagen, das gefällt mir halt einfach von der Grundidee her eigentlich nicht so richtig. Also ich mag Open World, aber ich mag es nicht so sehr, wenn man dort Sandbox mit einbaut. Wir könnten langsam wenigstens einmal speichern, wer weiß, was irgendwo mal Böses bei uns hier passiert. Und ja, das erhält natürlich auch die, vor allen Dingen eben mein Interesse da eben auch an diesem Gothic 2, weil halt der erste Teil mir halt doch eben auch so gut gefiel und halt aus meiner Sicht eins der besten Open World Spiele überhaupt ist. Ja, jetzt natürlich sozusagen mit dem etwas höheren Alter hier ranzugehen und dann zu sagen, okay, dann eben machen wir eben jetzt auch Gothic 2 und machen uns auch keine Sorgen mehr, wenn wir da ein paar Mal sterben und ziehen uns dann nicht weinend zurück, sondern spielen es halt durch und haben dann möglicherweise, vielleicht bin ich da am Ende auch so, dass ich sage, ja, der zweite Teil ist auch sogar noch besser. Weiß ich nicht, ob ich das am Ende sagen werde, aber ich sag mal, die Chance besteht. Und wir haben den wunderschönen Enchanted Shrine gefunden. Der natürlich hier die Spell-Level durcheinander haut, plus minus 1 auf einen Zauber und die anderen kriegen alle ein Level dazu. Chain Lightning ist schon mal stärker. Ah, Flame Wave haben wir verloren. Na ja, gut. Wir haben schon Apokalypse Level 2. Und Nova, was man ja sonst nie lernen konnte. Also das jetzt in der Variante hier sicherlich, ich sag mal, für diesen Sorcerer durchaus vielleicht. Gut, ich denke, es wird halt einfach zu viel Mana kosten, aber der hat halt doch eben noch wesentlich mehr da als Max Möglichkeit, von daher, na, vielleicht lohnt sich das ja tatsächlich für ihn. Halt, gut. Achso. Da lang. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die dort, ja, ich sag mal, dann entweder als nächstes von diesen Hauptspielen da kommen wird oder eben, ich weiß nicht, ob halt je nachdem, wann wir da vorher fertig werden, halt noch dieses Tower Defense Ding oder so mit einbauen. Das wird halt da an der Stelle kommen. Und das andere wird jetzt natürlich sein, dass, ich sag mal, Konsolen-Stil-mäßiges Spiel. Und ich sag mal, habe ich mehr oder weniger eine Art Favoriten, wo ich denke, das könnte das nächste werden, wobei wir da auch praktisch eine Serie anfangen werden. Aber ich kann es halt noch nicht tausendprozentig sagen. Bastardschwerter, was ist nicht magisch. Gibt ihr Erfahrung? Wahrscheinlich nicht. Ah. Hier ist auf jeden Fall schon mal dieses eine Quest. Hey, hier gibt es sogar Erfahrung. Ja, nicht. Aber diese Plague Eater. Okay. Ja,
auch nicht, ne? Doch. Moment, mehrere tausend sogar? Und ein Magie-Elixier, sehr schön. Oh, wir haben Magic gemaxt. Ja, würde ja, vielleicht anliegen, dass die anderen Attribute dann da auch ähnlich bei diesem Wert liegen. Okay. Wollte ich nicht drücken. Ihr seid nur Fallen Ones. Ich dachte, ihr seid Dark Ones und so. Ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen das Interessante, ne? Die Gegner geben jetzt hier nur. Der könnte was gegeben haben. Aber Zauberstäbe interessieren uns nicht so sehr. Das ist immer so anstrengend, erst bis zur Hexe zu latschen, um das Zeug zu verkaufen. Aber die einen Gegner, die uns dann Erfahrung gegeben haben, haben uns ja jetzt nicht mal nur so 50 oder so gegeben. Und ich sag mal, extrem viel stärker sind ja die anderen Gegner dann hier auch nicht. Die hier passen ja schon so ungefähr von der Stärke her zusammen. Von daher ist es ja eigentlich doch erstaunlich, wie weit da schon dann dieser Schritt ist zu dem nächsten Gegner da. Okay, ihr gebt etwas, ihr... Bogenschützen. Ah, das könnten jetzt schon die Corpse-Bows gewesen sein. Na gut, die geben jetzt wirklich nur 200. Na gut. Nichtsdestotrotz, Erfahrungspunkte gehen wieder hoch. Love Sharpness, das wollen wir auf jeden Fall. Das sind so die Sachen, nach denen wir suchen. Drei bis zehn. Geben doch auch nur 500, okay. Mal alle Bögen hier heute. Ja, wie schon gerade, also bei diesen Consult-Type-Games müssen wir halt noch mal ein bisschen sehen. Amulett. Ja, definitiv nichts, was wir behalten werden, und zum Verkaufen ist es natürlich in Ordnung. Also das Griswold kostet zwar am meisten, aber das Ding verliert halt ja immer die Haltbarkeit so relativ schnell, also wenn wir halt das hier mal auf reparieren hier. Ja.
irgendwie zwei Zombies nebeneinander. Das ist auch mal eine Geschichte. Schon rausgeklickt. Nicht zu empfehlen. Gut, dann irgendwann nochmal da zurückgehen. Hm. Ja, das ist halt so die Geschichte, die wir uns da auf jeden Fall zukünftig halt mal ansehen werden. Gegen die Tiere sind diese stumpfen Waffen natürlich nicht so extrem effektiv, aber da wir halt jetzt hier noch relativ viele Untote haben, denke ich mal, macht schon Sinn, mit den Dingen als Hauptattribut hier anzugreifen. Enchanted Schrein, hey. Firebolt hat schon Stufe 9 Charge, aber auch schon Holy Bolt schon Stufe 10, okay. Ich weiß natürlich nicht, also Flame Wave ist immer noch bei 0. Ich gehe mal davon aus, wenn man bei 0 ist, fällt man wahrscheinlich aus der Möglichkeit raus, sich da irgendwie weiterzuentwickeln zu dürfen. Vielleicht ist Fireball zurückgegangen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher bei Level 4. Hm. Naja. Aber insgesamt gibt es einen so viele Zauberlevel dazu, also ich sag mal, das ist echt schon eine gute Sache. Jetzt brauchen wir natürlich nicht alle Zauber, aber der ein oder andere ist ja doch ganz praktisch. Ja, so ein Büchlein. Boah, schon 104 Magic, um Search nochmal zu erhöhen. Natürlich schon so nah am Ausmaxen der Attribute sind, dann können wir wahrscheinlich demnächst auch wieder Vitalität mit erhöhen beim Level Up. Das sollte dann auch nicht schaden.
So, aber nochmal auf jeden Fall hier rüber gehen. Und dieses Quest einmal machen. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja noch mehr gute Schreine für uns. Mal safen. Hier scheint keine Erfahrung zu geben. Devilkin schon. Carver hatten wir auch noch gar nichts, also zumindest die mit den Sperren nicht. Ja, die geben dann logischerweise natürlich auch Erfahrung. Ich denke, da geht es tatsächlich lang. Wir müssen jetzt, denke ich, noch hier rüber. Ich weiß nicht mehr genau im Kopf, wie das hier war. Das kann aber auch falsch sein, dass wir erst in die Mitte hätten gehen müssen. Also falsch. Wirklich falsch in dem Sinne gibt es ja nicht. Das denke ich sowieso, alle Gegner besiegen. Nee, wir sind auf jeden Fall richtig hier. Healing, um die Kosten unten zu halten, ist doch schon mal schön. Genau, das dürften dann, denke ich, allerletzte gewesen sein. Okay. Das Wasser wieder gesäubert. Ja, nebenbei sind wir hier natürlich dann schon mal in der Cave, wenn man so will, gewesen. Natürlich ja dieser Speziallevel, aber halt die gleichen Texturen. So, dann können wir uns halt die Geschichte hier drüben nochmal kurz ansehen. Zu viel dürfte es hier natürlich nicht mehr geben, aber... Halt, dann können wir mal mitnehmen. Hätte man natürlich damals gleich hier hinter noch gar fertig machen können, aber na, wussten wir natürlich nicht, wie sich jetzt genau der Level hier darstellt.
Blade Skin. Okay. Was das für eine ist. Wobei, ich sag mal, diese frühen Elites hier sind jetzt, denke ich, trotzdem für uns jetzt nicht extrem gefährlich. Einfach mal hier. Now where would I put this? Ah, ich dachte doch, er hat irgendwie einen Ring oder sowas gehört. Nein. Okay, das ist wirklich sehr schwach. Aber gut. Nun gut, einmal unser Inventar voll. Können wir ein bisschen Geld machen. My friend, stay a while and listen. What's that you say? The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly, a great evil lurks beneath our town. But your perseverance and courage gives us hope. Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. What ails you, my friend? Der wird jetzt natürlich für uns ja nicht interessant mehr sein. Aber ganz am Anfang hätten wir den natürlich, als wir noch eigentlich so gut wie nie einen wirklich einen sinnvollen Ring hatten, natürlich noch gern genommen. Aber gut. Well, what can I do for you? So, Ring of Sorcery werden wir auf jeden Fall behalten. Geschaut, was er jetzt für Premiums hat. Sword of Vampires. 8 bis 16 ist, denke ich, schon ein Zweihänder. Ich glaube, das ist das Two-Handed Sword. Das nützt uns natürlich nichts. Sword of God ist ein Great Sword. Hm. Jade Sword of Haste, da ist halt auch ein Zweihänder. Jade Sword of Slaying, das ist ein Bastardschwert, aber wir hätten halt gern diese erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Oder zumindest diesen Knockback, wobei erhöhte Angriffsgeschwindigkeit wären wir, denke ich, lieber. Vom Schaden her ist er sicherlich nicht ganz schlecht. Das Resist All wird uns wahrscheinlich, also nicht so viel bringen, aber ich meine, das gibt, denke ich, schon, na gut, das gibt ja 40, also das gibt ja 50 auf alles. Und wir haben hier ja dieses nochmal plus 21. Das könnte sich natürlich unter Umständen nochmal wegfallen hier. Und dann wäre es natürlich schon okay, wenn man etwas hat, was hier aber die Gnallroot gibt, auch schon 10. Also das, ja, das sind halt nochmal 15, die man da dazu bekommt. Hm. Also ist schon in Ordnung, dass da alles auf Max ist, aber ja. Ja. Achso, apropos. Wieder unser Gold hier ablegen. So. Ah.
Okay, irgendwo lag ja noch so ein Helm rum. Okay, haben wir mal ein paar sehr wenige Frames gedroppt. Ja, rüber und dann, ja, genau. Ja, also wird auf jeden Fall sicherlich ein bisschen länger dauern wie unser zweiter Run, denke ich mal, durch das Spiel. Jetzt hier dieser Nightmare-Modus. Weil ich denke mal schon, dass früher oder später hätte die Gegner dann doch auch ein bisschen mehr aushalten und so weiter. Und dass halt hier jetzt auch wieder Erfahrungspunkte und so weiter gibt, dann na, ist es halt doch schon schön, wenn man wieder was mitnimmt. Meinen normalen Level-Up habe ich, denke ich, jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Obwohl ich denke, wir hatten noch mal einen oder so, ne, während unserem letzten Playthrough. Aber für die längste Zeit, nachdem wir am Anfang diesen Schrein gefunden haben, wo wir ein paar von unseren Erfahrungspunkten hergegeben haben, um irgendwie die Attribute aufzusteigen oder so, war es, denke ich, schon so, dass wir die längste Zeit eigentlich weniger Erfahrungspunkte hatten wie beim Run zuvor. Okay, macht tatsächlich mal ein bisschen Schaden hier. Besonders gut, aber immerhin. Gold. Also da hinten geht es auch sowieso erstmal nicht weiter. Ein Schrein. Shimmering. Okay, Shimmering Schrein, das ist doch ein Hellfire Schrein, hätte ich jetzt gar nicht mehr vermutet, aber gibt einen volles Mana wohl. Wir sind erstmal nicht sofort Gegner, das ist ja bestimmt die Treppe in der Nähe, oder? Ja, genau. Erstmal hier rüber so ein bisschen. Also was ich sag mal auch schon vor längerer Zeit auch mal im Überlegen war, irgendwann mal zum Beispiel Book of Demons so mal spielt.
Also, jetzt für den Stream. Also für diejenigen, die halt zum Beispiel eben auch diesen ersten Diablo-Teil da wirklich gut finden, ich muss sagen, das ist wirklich eine schöne Hommage hier dran. Fängt erstmal sehr, sehr leicht an, aber wird dann durchaus herausfordernd. Okay, beide Sachen. Obwohl, wir gehen da fast gleichzeitig dahin, okay. Na gut, erkunden wir erstmal das hier noch. Oh, das war's wohl. Gut. Dann können wir uns jetzt unser Mana wieder auffüllen lassen. So, hier oben ist er noch wahrscheinlich zu Ende, oder? Ja. Schon ganz schön rein. Andererseits ja eben noch gar nicht. Ist ja genau 20%. Dieses Chain Lightning ist auf jeden Fall schon eine schöne Sache. Keiner da.
Gegen die würde natürlich vielleicht diese sehr hohe Armor Class mehr Sinn machen. Das hat man ja auch gesehen gegen... Na, kommt halt drauf an, ne? Gegen viele Nahkämpfer, wenn man halt seltener getroffen wird. Ist vielleicht schon nicht schlecht, wobei die etwas Schwächeren hier, haben wir gesehen, machen trotzdem noch keinen wirklichen Schaden an uns. Bei denen ist natürlich diese Schadensreduktion dann schon sehr gut. Aber es geht halt eben dann auch um die vor allen Dingen späteren Gegner, die dann halt auch anfangen zu schießen und ähnliche Sachen. Also vor allen Dingen bei Zaubern und so, die halt, sagen wir, nicht normalen physischen Schaden machen. Und halt insofern einen das Projektil, wie ich sag mal, rein vom der Hitbox her trifft, man halt auch immer Schaden nimmt. Und da ist dann halt diese garantierte Verringerung jedes Mal doch schon was wert. Anstatt halt, also eine Chance auszuweichen hat man dann ja logischerweise nicht. Was machst du da? Machst auch nochmal Light Radius. Ne? Schon weil wir irgendwann tatsächlich mal 10.700.000 Erfahrungspunkte dann erreicht haben, diese 6-mal da umspringt. Das sehe ich noch eine Weile dauern. Extremst wertvoll, aber ja, zum Verkaufen. Okay, sollten wir doch auch die zweite Ebene hier haben. Beziehungsweise hier ist noch irgendwie ein Mini-Raum. Gold. Ah ne, Level 3 war das ja schon. Hm.
Okay, dann müssten wir jetzt rein theoretisch, wenn meine Questliste stimmt, zwei Quests auf dieser Ebene hier bekommen. Garbet the Week, den hat man ja bis jetzt schon gesehen. Und eine andere Sache, die mir zumindest damals immer so vorkam, sehr, sehr häufig vorzukommen. Und ein Quest ist, was mich immer ziemlich genervt hat, weil man es halt zwangsläufig machen muss, um hier aus dem Level dann rauszukommen. Aber für den Playthrough hier, wo wir jetzt halt hier im Stream spielen, haben wir es halt noch nicht gesehen. Von daher bin ich jetzt doch erstmal froh, dass es, ich sag mal, erstmalig hier erscheint. Und es kommt gleich sofort hier als erstes. Ja, ich sag mal so, jetzt beim ersten Mal zeigt man es auch so, wie man es normalerweise wahrscheinlich lösen würde. Also hier ist halt dieser Typ, dieser Snotspill, mit dem kann man normal reden. Aber ihr seht, der Ausgang ist hier hinten, der ist dann auch halt immer in diesen Ding da eingebaut. Hey, you that one that kill all. You get me magic banner or we attack. You no live with life. You kill big uglies and give back magic. Go past corner and door, find uglies. You give, you go. Okay, da will ich halt etwas haben. Also wenn man jetzt direkt, ich weiß nicht, ob es schon in Level 3 geht, in der Stadt wäre und vorher noch mit einem... mit diesem Tavernenbesitzer sprechen würde, würde er nämlich sagen, dass ihm etwas fehlt. Könnten wir natürlich theoretisch vielleicht immer machen, aber wir werden es mal vollständig zeigen. Ja, komm. Sind sowieso hier fast voll. Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it. Ich denke, das Quest hatten wir letztes Mal schon. Ja, aber wirklich keine Extremen. Wertvollen Sachen ja soweit gefunden. Okay, ist immer noch dasselbe Schwert hier. Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth, and this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. 'Tis strange, no? Ja, das ist sozusagen dann eben dieses Magic Banner, was er dort haben wollte, dieser Snotspill. Sie haben eben sein Schild da gestohlen. Warum auch immer? Und was man jetzt natürlich machen kann, wenn man sozusagen das Quest dann ja, das sieht man auch schon, dass die halt natürlich definitiv schon ein bisschen mehr HP jetzt bekommen haben.
dass man hier eben dieses Schild findet. Und das kann man ihr jetzt natürlich zurückgeben. Oh, we didn't have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another one made. Well, let me see. What could I give you as a fee for finding it? What have we here? Oh, yes. This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you. Ja, und somit hat man das Quest auf eine Möglichkeit halt gelöst. Die andere Möglichkeit wäre logischerweise, das diesen Snotsbill zu geben. Es ändert aber in dem Sinne praktisch nichts. Das ist natürlich auch eine ziemlich schwache Geschichte hier. Well, what can I do for you? So nur ein Tausender wert, also wirklich nichts Besonderes. Ah ja, das ist halt sozusagen die Möglichkeit, das so zu machen. Das andere ist halt, man gibt diesen Snotsbill das Schild und egal was man macht, er greift dann sowieso mit seinen Horden, sage ich mal an. Von daher, also man verliert jetzt eben nichts, wenn man ihm das nicht gibt. Andererseits bekommt man halt auch nur diesen, ich sag mal, relativ nutzlosen Helm als Belohnung. Ja, das ist halt die Besonderheit, jetzt greifen die halt sofort an, ansonsten wird er halt warten, bis man wieder mit ihm spricht. Das haben wir, denke ich, schon mal gesehen, oder? Ich denke, das Ding schießt irgendwie extrem schnell oder sowas. Hey, die Erfahrung ist hochgegangen. Oh, die geben 1000 Erfahrungspunkte. Ja, also noch ein bisschen mehr noch, aber... Na gut, wahrscheinlich auch diese etwas stärkeren hier, diese Overlords, so was wir da hatten, die könnten natürlich auch noch ein bisschen mehr gegeben haben jetzt. Fast Attack the Needler. Ja, aber 1-3 Schaden, also. Das ist natürlich für so einen. Also schlechter wie der schwächste normale Standardbogen. Das ist natürlich. Ja, relativ uninteressant. Ne, was lag hier? Long Battle Bow. Okay, brauchen wir nicht. Nicht magisch. Ja, und somit haben wir natürlich logischerweise den Weg nach unten schon sofort gefunden. Und dann würde ich auch fast mal sagen, bevor wir jetzt hier noch die Rest der kompletten Ebene erkunden, ist das vielleicht mal ein ganz guter Moment, um jetzt hier mal unsere kleine Pause einzulegen und ja. Anschließend wird man dann halt hier nochmal weiter reingehen. Also da, erstmal soweit. Bis gleich.